8 Stunden vor dem Bildschirm arbeiten. Sitzend und ohne Bewegung. Den ganzen Tag in Schweißsocken und unbequemen Schuhen. Plattfuß, Hallux, Fersensporn, Hühneraugen, Nagelpilz, Fußprobleme kennt jeder. Und nicht selten sind ungesunde Schuhe schuld daran. Dabei wäre es so einfach, dagegen etwas zu machen. Statt passiv vor der Glotze zu hängen, wird man mit ein bisschen Fußgymnastik viele Sorgen los. Einfach ein Handtuch vor sich auf den Boden legen und mit den Zehen krallen und ranziehen. Dies ein Beispiel einer hervorragenden Übung für Beweglichkeit und Kräftigung. Versuchen Sie mal, einen Stift mit den Zehen hochzuheben. Gar nicht so einfach. Stellen Sie sich vor, an den Füßen hat man dieselben Muskeln wie an den Händen. Nur brauchen wir sie viel zu selten. Rollen Sie ein Handtuch zusammen und machen Gänseschrittchen darauf. Und beachten Sie, dass dabei das Fußlängsgewölbe nicht einknickt. Nun gehen Sie rückwärts. Stehen Sie auf eine wackelige Unterlage und heben Sie die Ferse an. 15 Mal rechts und anschließend 15 Mal links. Das kann man natürlich beliebig variieren. Schließen Sie beispielsweise die Augen oder führen Sie die Übung aus, ohne sich irgendwo festzuhalten. Dann wird es aber schon sehr schwierig. Biegen und strecken Sie Ihre Zehen. Ziehen Sie die Fußinnenseite nach oben, dann die Außenseite. Das fördert die Beweglichkeit der oberen und unteren Sprunggelenke. Immer jeweils 3 Serien mit kurzen Pausen dazwischen wäre ideal. Denken Sie auch an die Fußpflege. Cremen Sie die Füße ein, entweder mit einem speziellen Produkt oder notfalls mit ganz normaler Handcreme. Massieren Sie Ihre Muskeln. Noch besser wäre natürlich, wenn Ihr Partner das für Sie übernehmen würde. In wenigen Minuten und ohne großen Aufwand haben Sie so ein sinnvolles Training für Ihre Füße absolviert. Gerade Läufer sollten mehrmals wöchentlich Ihre Fußmuskeln pflegen. Und Sie müssen nicht mal auf Ihre Lieblings-TV-Serie verzichten. Schon nach wenigen Wochen macht Ihnen Sport noch mehr Spaß. Denn Fußgymnastik macht nicht nur gesund, sondern auch schneller.